Moin, ich bin's mal wieder mit einem neuen Video und heute zu einem Erfahrungsbericht oder besser gesagt einem Langzeiterfahrungsbericht zum Fernseher mit der Bezeichnung LG 55 UH 7709. Das ist ein, wie der Name schon sagt oder die Bezeichnung, ein LG-Fernseher mit 55 Zoll. Und das Teil ist ein Ultra-HD-Fernseher mit Triple-Tuner und Smart-TV der Energieklasse A+. Ich rate einmal ganz kurz die wichtigsten Merkmale runter. Und zwar ist das ein LED-Backlight-Fernseher mit 139 cm, sprich 55 Zoll Bildschirmdiagonale. Dann eine Auflösung von Ultra-HD, das ist, um genau zu sein, 3840 x 2160 Pixel. Dann kann empfangen werden folgende Signale: analog DVB-T, DVB-T2, HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, HBB-TV, C1+ und WLAN und DLNA. Dann hat das Teil eben, beziehungsweise es ist ein Smart-TV mit WebOS 3.0. 3.0 hat diverse Verbesserungen, ne? Erzähle ich euch dann später. Dann DVR Ready, 20 Watt Lautsprechersystem, designed by Harman Kardon. Und dann als Lieferumfang eben der Fernseher mit einer Magic Remote, dann Batterien für die Magic Remote und eine Kurzanleitung, und unterstützte Streaming-Dienste ist Amazon Video, Netflix, Maxdome, Sky und ist hier zwar nicht aufgezählt, aber YouTube natürlich, ne? Und dann gibt es noch USB-Anschlüsse. Zunächst einmal zum Fernseher an sich. Dazu gehe ich hier einfach mal aufs Live-TV. So, und hoffe mal, dass ich hier keine Probleme bekomme mit dem Urheberrecht. Naja, wie auch immer. Ich versuche das mal so ein bisschen, nur diesen Bereich zu filmen. So. Der Fernseher macht ein recht gutes Bild. Und natürlich immer abhängig von der Quelle an sich. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so eine vernünftige HD-Quelle hat, wie bei den Öffentlich-Rechtlichen, hat man ein recht gutes Bild. Trotzdem, das Teil hat eine sehr, sehr hohe Auflösung, eben diese aktuelle 4K-Auflösung. Und da sieht man trotzdem halt die Pixel, beziehungsweise ein bisschen verwaschen. Ne? Also es kommt halt drauf an. Wenn man natürlich jetzt 4K-Material hat, dann sieht das super geil aus. Aber naja, trotzdem hat man halt ein verdammt gutes Bild. Der Sitzabstand sollte so ungefähr 2 bis 3 Meter sein, je nachdem wie man es mag natürlich, aber eigentlich würde das dann schon ganz gut sein so. Zu dem Smart TV an sich. Man hat diverse Apps und so weiter, und dieses ganze System WebOS an sich, ne, das funktioniert extrem flüssig. Hier gibt es keinen Lag oder so. Also sicherlich, wenn man sehr, sehr viel gleichzeitig macht und so weiter, oder beziehungsweise hin und her springt von einem von einer App zur anderen, dann kommt es schon mal vor, dass dann irgendwann mal zum Beispiel beim Browser der Browser mal so ein bisschen abstürzt, halt aufgrund von Arbeitsspeichermangel. Aber ansonsten, hier, das läuft super fluffig, ne, richtig schön schnell. Ich hatte mal ein Full-HD LG TV mit WebOS 2.0 und da hat das nicht so viel Spaß gemacht. Es hat meistens ein bisschen gedauert, bis die Apps gestartet haben. Es hat gedauert, um wieder rauszugehen, und dann das ganze Menü, halt diese ganze Sendersortierung und so weiter, die zwar hier immer noch nicht optimal ist, aber zumindest ist sie relativ schnell. Und da kann ich halt einfach sagen, das geht super gut und da kann man sich nicht beschweren.
Außerdem auch, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Apps offen habe, zum Beispiel im Browser, gehe dann auf YouTube und wechsle dann wieder zum Beispiel hier auf den Browser. Dann ist hier halt dieses Browserfenster. Dann wechselt der sofort. Also da ist keine Bedenkzeit oder so. Ne? Also er hat ausreichend Arbeitsspeicher, dass das Teil wirklich nutzbar ist. Auch dieser eingebaute Browser, der hat sogar eine Funktion. Also erstens kann man halt recht gut surfen für einen Fernseher. Das kenne ich schon deutlich schlechter bei anderen Fernsehern mit Smart TV-Funktion. Und was auch noch geil ist, ist, dass man während dem Browsen auch eine Bild-in-Bild-Funktion hat. Sprich, man kann währenddessen auch noch Fernsehen gucken. Was ein bisschen nervig ist, wenn man eine Webseite ansurft, die halt auch eine Videofunktion, also irgendein Film abspielt, automatisch, dann wird halt das Fernsehbild angehalten. Und ja, das muss man dann halt wieder immer manuell anhauen, ne, oder beziehungsweise starten, damit das weiterläuft. Ansonsten finde ich das aber recht geil und man kann sehr, sehr viel erledigen. Also so Standardsachen zum Surfen und so weiter kann man wirklich machen. Das ist kein so ein riesiger Krampf, ne, wie bei anderen Fernsehern, wo es wirklich sehr, sehr langsam und ja, irgendwie so einfach scheiße läuft, ne? Und hier läuft das wirklich gut. Natürlich gibt es Webseiten, ne, mit viel Bildern und so weiter und so fort, ne? Die sind dann natürlich auch ein bisschen zäh zu nutzen. Aber da muss man halt ein bisschen vorladen lassen und dann kann man zum Beispiel, wenn man nicht unbedingt erstmal den PC jetzt starten möchte und so weiter, ne, wenn man zum Beispiel einen PC mit Festplatte hat, ne, wo das ein bisschen dauert, bis er startet, ne, da kann man auch mal schnell hier am Fernseher surfen. Ne? Also das ist auf jeden Fall empfehlenswert und eben diese Funktion mit dieser Bild-in-Bild-Funktion, ne, das ist auch ganz geil. Was ich aber bemängeln muss. Achso, nochmal ganz kurz. Ihr seht hier auch so diese ganzen Shortcuts. Ne? Also man kann sich zu den Webseiten hier Shortcuts erstellen und da kann man halt sofort auf die Webseite springen. Ne? Wenn man zum Beispiel irgendeine Lieblingsseite hat und da mal nur gucken möchte, ob irgendwas Neues gepostet wurde, geschrieben wurde, irgendwelche Newsseiten oder sonst irgendwas, ne? Dann geht er sofort dahin. Ne? Also im Grunde Lesezeichen, die man sich hier anpinnen kann. Das ist auch richtig geil gemacht. YouTube funktioniert auch so wie bei jedem anderen Fernseher. Diese YouTube-App, die ist eigentlich ziemlich ähnlich, ne, bei den ganzen Herstellern. Ne? Ob Sony, Samsung oder LG halt, ist immer Jacke wie Hose halt. Dann kann man hier noch, dann kann man hier halt noch die Ausgänge hier anpinnen, ne? Wenn man zum Beispiel regelmäßig die Ausgänge wechselt, dann kann man die halt hier anpinnen. Ich habe zum Beispiel oder ich wechsle ziemlich oft vom Fernseher zum HDMI, ne, wenn ich mal eine Zeit lang Fernsehen gucken möchte. Was ich aber sehr selten mache, ne, dann wechsle ich hier mal schnell und fertig. Ja, was kann man hier noch erzählen? Ja, dann wichtige Apps gibt es halt, ne, Amazon Video, Spotify, Tagesschau und sowas alles. Man kann hier sogar eine LG-Kamera anschließen. Der Fernseher an sich hat keine Kamera, aber eben es gibt die Möglichkeit, eine Kamera anzuschließen. Dann kann man hier noch aufnehmen, man kann eine Festplatte anschließen. Man hat auch eine richtig geile Dings, das will ich jetzt nicht machen, weil ich habe kein USB angeschlossen, aber man hat so eine App, wo man Fotos und Videos anschauen kann und Musik hören kann. Richtig schön gemacht, so mit Hintergrundbildern und sowas alles. Also wirklich. Da wurde schon so richtig so ein bisschen mit Liebe an diesen ganzen Details und so weiter gearbeitet. Dann kann man, was auch geil ist, Multiview. Man kann halt zwei Bilder gleichzeitig machen oder beziehungsweise anzeigen lassen. Zum Beispiel eben einmal ein PC-Bild und einmal ein Fernsehbild. Dann kann man auch sagen, hier davon soll der Ton abspielen oder eben von dem anderen und so weiter. Man kann das auch alles mit einer App steuern. Ne? Hier ist der LG TV Plus, da ist eben diese App, die man installieren kann am Handy. Ja, und dann halt gibt es diverse Einstellungen. So, da hier gibt es einmal solche Standardeinstellungen und dann kommt man zu allen Einstellungen und da hat man dann halt auch diverse Einstellungen davon, irgendwelchen Energiesparoptionen und ach, also da gibt es extrem viel, ne? HDR hat das Teil ja auch. Zwar kein so ein echtes HDR, sondern so ein Fake-HDR, aber mein Gott, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, dann
Was ein bisschen zu bemängeln ist, dieser ganze LG Store, der ist nicht ganz so umfangreich, würde ich mal sagen. Es gibt wichtige Apps, aber so Spezialfälle, ne, oder irgendwie, ich weiß nicht, ich bin der Meinung, dass bei Samsung-Geräten etwas mehr Apps vorhanden sind. Und bei dem halt leider nicht ganz so. Opera TV, keine Ahnung, was das jetzt ist. Aber zum Beispiel, Moment, ich gehe mal hier rauf, Filme. Was ist da? Also. Ah, hier. So, Apps und Spiele. So, und da ist jetzt aktuell irgendwelche total Mainstream-Spiel. Keine Ahnung, was das ist. ETV Net. Niemals gehört davon. Fireplace. Also, im Grunde gibt es hier einige total schlechte Apps. VK ist ja so ein Russe oder beziehungsweise in Russland bekanntes Social Network. Tanks Spiel, naja, ich weiß nicht. Also das ist eher so Schrott. Und dann gibt es halt einige, ja, Flickr kennt man halt, X-Play, weiß ich nicht, was das ist. Ja, halt das Wichtigste, YouTube, Amazon und so weiter, hier diese ganzen öffentlich-rechtlichen Medien, obwohl ich die sowieso nicht nutze. Dann halt. Ja. Ja, so Standardkrams, ne? Aber viel gibt es halt leider nicht, ne? Nur wie gesagt, so richtig. Ich benutze das Teil tatsächlich halt nur so ein bisschen ab und zu mal zum Surfen da, ne? Halt hier über die Surf-App, also hier den Webbrowser und dann halt dieses hier noch, das geht auch super schnell und so weiter. Und ja, dann die hauptsächliche Nutzung, und davon will ich jetzt ein bisschen umfangreicher bzw. genauer erklären, ist dann halt das Teil als Monitor. Ich benutze das Ding hier als Riesenmonitor, und bin ziemlich begeistert. Das Teil funktioniert wirklich richtig geil. Man hat eine super. Upsala. Ah doch, das ist es. So. Und zwar. Man hat jetzt hier einen riesen Monitor und mit der Auflösung von Moment, na, wo ist es denn? Startseite, System, erweiterte Einstellung. So, hier kann man eine Auflösung von 4096 mal 2160 einstellen. Ich habe jetzt diese empfohlene Auflösung ein bisschen geringer eingestellt, weil es dann ein bisschen klein wird. Aber das ist schon richtig geil, ne? Also ich habe hier so viel Platz, wie ich noch nie hatte. So viel, also Arbeitsfläche. Das ist echt geil, das Teil, ne? Was mir auch noch aufgefallen ist halt, dass die ganzen Schwarzflächen wirklich geil dargestellt werden. Sprich, man hat ganz, ganz wenig Light Bleeding. Also da bin ich halt auch anderes gewohnt. Mein letzter LG-Fernseher hatte zumindest wahrnehmbares Light Bleeding. Zwar auch sehr, sehr wenig. Ich hatte noch einen LG-Monitor, also einen echten Monitor, so einen Widescreen-Monitor. Und der hatte deutliches Light Bleeding. Und der Fernseher hier, der hat wirklich ganz, ganz wenig. Oder beziehungsweise der hier, bei dem merke ich das gar nicht. Und ja, also das Bild gefällt mir hier richtig geil, also sehr gut. Und das Teil ist auch wirklich gut nutzbar. Also ich hatte hier einmal, habe ich auch mal in einem Erfahrungsbericht mit so einem Mini-PC gezeigt. Man kann das Teil im Grunde sehr, sehr gut ansteuern. Man braucht dafür einen ganz normalen HDMI-Anschluss, ne, an der Grafikkarte oder am Mainboard, beziehungsweise ich war zuerst mal der Meinung, dass ich ein HDMI 2.0 Gerät haben muss, sprich meine Grafikkarte, die kann das, so eine GTX 1060. Hab dann aber den Mini-PC angeschlossen per HDMI und da geht das genauso gut. Es könnte sein, dass man den Fernseher mit der Grafikkarte in einer etwas höheren, mit einem höheren Herzwert ansteuern kann, aber das ist nicht so richtig wahrnehmbar. Also meiner Meinung nach funktioniert dieser Mini-PC auch ganz gut an dem Teil und der hat auch nur so einen Standard HDMI 1.4b Anschluss bzw. Ausgang. Und ja, da merke ich halt nicht großartig was, ne? Also zumindest den Unterschied kann ich da nicht erkennen.
Ja, ansonsten läuft das Ding wunderbar. Man hört kein Surren oder Summen oder sonst irgendwas. Gut, diese ganzen speziellen Merkmale, auf die man bei Fernsehern achten muss, diese, weiß nicht, davon von irgendwelchen Banding und so weiter, da habe ich keine Ahnung von. Meiner Meinung nach ist der. Sind die Farben und so weiter alle sehr, sehr schön. Ich habe das jetzt ein bisschen hier so eingestellt, dass es ein bisschen augenschonender ist, so Richtung gelblich, so wie beim iPhone und iPad halt. Dieser Modus für die Nacht. Und das finde ich ganz angenehm. Ja, halt zocken kann man auch. Das ist richtig geil auf der Glotze, ne? Gerade mit einem vernünftigen PC und einer vernünftigen Grafikkarte kann man hier ordentlich zocken. Macht richtig Spaß und ja, also ansonsten der Fernseher läuft hier ohne irgendwie großartige Probleme und so weiter. Firmware-Updates sind anfangs gekommen, jetzt zur Zeit gibt es wieder ein bisschen Ruhe, ne, aber ansonsten ist es meistens so, dass er sich halt die Updates selber oder beziehungsweise automatisch zieht und dann beim Neustart installiert, beziehungsweise man merkt das fast gar nicht, ne? Also wie gesagt, im Hintergrund lädt er die Updates. Irgendwann mal meldet er sich, dass der Fernseher mal neu gestartet werden soll. Dann schaltet man den aus und beim nächsten Start, der auch nicht deutlich länger dauert, ne, wird das dann installiert. Der Start an sich ist auch ganz gut mit der, also beziehungsweise recht kurz. Ich hatte, wie gesagt, so ein Full HD LG TV mit webOS 2.0 und da hat das immer eine gefühlte Ewigkeit oder wenn man das in Zahlen ausdrücken müsste, so ungefähr. Sagen wir mal, ja, sagen wir mal 1 bis 1,5 Minuten gedauert, bis dieses ganze Smart-TV-System nutzbar war. Und hier ist es halt deutlich schneller. Also wenn der Fernseher an ist, dauert das noch einige Augenblicke und dann kann man dieses ganze WebOS-System nutzen. Und das muss nicht so langwierig gestartet werden oder geladen werden, wie bei den alten Versionen. Also 3.0 ist auf jeden Fall ein deutlicher Fortschritt von der Geschwindigkeit, von der Startzeit, von der ja, Benutzbarkeit, wie auch immer. Hauptsächlich benutze ich den Fernseher als Monitor, gucke halt Filme drauf und so weiter, ne? Nutze ihn also als Arbeitsmonitor sozusagen. Und bin damit ziemlich zufrieden. Natürlich ist das Teil riesig im Vergleich zu einem Monitor. Als ich das Teil das erste Mal hingestellt habe, dachte ich mir noch, ah nee, ich werde das wahrscheinlich doch irgendwie, weil da hatte ich noch einen Monitor. Ich werde das Teil doch nicht hauptsächlich als Monitor nutzen, sondern weil eigentlich sollte es normal als Fernseher benutzt werden und der sollte an die Wand. Ja, und dann habe ich den aber aufgrund dessen, dass ich keine Zeit hatte, erstmal hier hingestellt. Ja, und dann habe ich den so als Monitor benutzt. Hatte zwischenzeitlich dann den richtigen Monitor verkauft und habe den dann weiter als Monitor benutzt. Und so kam das irgendwie, dass ich mich daran gewöhnt habe. Und jetzt will ich eigentlich auch nichts Kleineres. Mich stört das auch gar nicht. Also anfangs war das auch tatsächlich so, dass ich natürlich, weil ich sitze hier trotzdem so um, sagen wir mal, 80 Zentimeter oder so entfernt von dem Teil, ne? Aber ich habe jetzt nicht mehr das Gefühl, dass ich irgendwie jetzt nach links, rechts gucken muss und so weiter, sondern ich habe alles im Blick und das geht wirklich super. Ich fühle mich da nicht irgendwie, dass ich jetzt zu nah an dem Gerät sitze oder sonstiges, ne? Also das ist wirklich ganz normal, finde ich jetzt. Und würde ich jetzt einen kleineren Monitor haben, dann würde ich das, glaube ich, ein bisschen zu klein finden. Was ich auch damals gemerkt habe, als ich hier noch diesen LG-Monitor und das war ein 34-Zoll-Monitor, da habe ich gemerkt, dass es doch ein bisschen zu klein ist. Da musste ich auch immer mal ein bisschen rangehen mit dem Kopf, damit ich alles lesen konnte. Man ist auch nicht mehr der Jüngste. Und ja, jetzt, ich finde es eigentlich ganz gut. So. Also mir fällt jetzt soweit nichts mehr ein. Wie gesagt, ich bin vom Fernseher ziemlich beeindruckt. Ich habe das Teil damals bei Amazon im Blitzangebot für 950 erworben. Dann gab es das Teil wieder für etwas mehr als 1000. Und ja, jetzt aktuell kostet er 979 bei Amazon. Und auch für den Preis kann ich den wärmstens empfehlen. Klar,
Diese OLED-Fernseher, die sind natürlich auch nicht schlecht, aber da weiß ich nicht, was man von der Technik halten soll. Ne? Insbesondere diese Einbrenngefahr von OLEDs. Und ich benutze das Teil eben, wie gesagt, hauptsächlich als Monitor. Und da hätte ich halt Angst, dass sich so diese ganzen Bereiche, die so ein bisschen statisch sind, ne, dass sie sich einbrennen würden. Ne? Klar, bei Amazon hat man einen relativ guten Service und wenn sowas passieren würde, dann kann man sicherlich auch das Gerät austauschen bzw. reparieren lassen oder was auch immer. Aber trotzdem, man muss sowas ja nicht unbedingt herbeiführen und deshalb habe ich mich natürlich bewusst für so einen LCD-Fernseher entschieden, ne? Weil ich ja natürlich wusste, was wahrscheinlich dann mit dem Fernseher passiert. Ne? Zuerst natürlich nicht hundertprozentig geplant, aber ich wusste ja, ich will das auf jeden Fall auch mal als Monitor nutzen. Naja, und jetzt benutze ich ihn hauptsächlich als Monitor. Ja, soweit zu dem Fernseher. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss.